Ruhe, so. Mal Ruhe, ich habe nicht so viel Zeit jetzt. So, pass auf. Pass auf, ich lese euch was vor, dann hau ich hier ab, dann sehen wir uns nie wieder, ja? So, das bin ich. Kennen aus Kreuzberg, steht da drauf. Und das seid ihr. Ihr Opfer, damit alles klar ist, ja? So, pass auf, Ruhe. Ich lese euch was vor, das, wie heißt der Penner? Goethe hat das, kennst du das? Weißt du, was das Problem ist mit Goethe? Ich schwöre, kannst du googeln heute Abend. Goethe bedeutet Arsch auf Türkisch. Wallah. Und Goethe bedeutet, aber so heißt der Penner, der hat so ein Gedicht geschrieben. Erlkönig. Kennst du das? Was lachst du hier voll Kulturbanausen hier? So, pass auf. Ich habe das Gedicht gelesen, dann habe ich das selber ich habe meine Notizen gemacht. So, hör zu. Ich fange jetzt an, die ersten vier Zeilen, Ohren auf. Ich schwöre, ich lese nur einmal. Ey. So, pass auf. Die ersten vier Zeilen, hör zu. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind. Er hat den Knaben wohl in dem Arm. Er fasst ihn sicher, er hält ihn warm. So, was verstehen wir in den ersten vier Zeilen? Guck nicht so. Was verstehen wir in den ersten vier Zeilen? Ganz einfach, dass der Dichter so eine arme Sau gewesen ist, weißt du, vollkommen einsam. Stellt eine Frage, beantwortet selber. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit dem Kind. Dann sagt Dr. Ed, da ist ein Vater mit dem Kind, reitet durch Nacht und Wind. Macht er nicht. Kommt hier mit überhaupt, ey? Ich schwöre, ihr guckt voll leer, weißt du? So, pass auf, andere Frage. Warum reiten die? Ja, warum reiten die? Die Antwort hat zwei Wörter. Deutsche Bahn! Und scheiße, die haben da gewartet. Schon lange hat der Vater gesagt, komm, Junge, wir reiten, sind schneller da, ey. So, pass auf. Die nächsten vier Zeilen. Da sagt der Vater dem Sohn, mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht? Was? Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht? Wer soll den Scheiß verstehen, ey? Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht? Weißt du, wenn du heute deinem Sohn sagst, mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht? Dann sagt er, ja, du mich auch mal, ey. Aber pass auf, Ruhe, ich hab nicht so viel Zeit, hör zu. Da sagt der Junge dem Vater, siehst Vater, du den Erlkönig nicht, den Erlenkönig mit Kron und Schweif. Und da steht auch nur eine Frage im Raum. Was hat der Junge geraucht? Echt ohne Scheiß, weißt du? Weißt du, eben die alten 68er, weißt du, was ihr damals geraucht habt? Das war nur Gras, heute so viel Chemie drin, ey. Du weißt, was ich meine, ne? Hör, der nickt voll der Kiffer hier, ich schwöre. So, pass auf. Drehen wir gleich ein. Hör, so, hör zu. Ruhe. So, pass auf. Dann sagt der Vater, mein Sohn, es ist ein Nebelstreif. Ich schwöre, das ist das Problem, weißt du, in Europa. Die Kinder haben ein Problem, kommst du den Eltern, boah, Eltern, ich habe ein Problem, die Eltern ignorieren es. Dann wird es noch schlimmer, wirst du gleich sehen. Aber in diesem Gedicht gibt es wirklich einen Erlkönig. Dann sagt dieser Erlkönig zu diesem Jungen, du liebes Kind, komm, geh mit mir. Gar schöne Spiele spiele ich mit dir. Ich habe das nicht geschrieben, Goethe. Du liebes Kind, komm, geh mit mir. Gar schöne Spiele spiele ich mit dir. Weißt du, diesen Satz versteht man besser, wenn man vorher sagt, und da sagte der Priester dem Messdiener, habt ihr kapiert? Ruhe! So, pass auf. Dann sagt dieser pädophile Erlkönig auch noch, ich schwöre, wirst du gleich sehen, so pass auf. Dann sagt er noch, manch bunte Blumen sind an dem Strand, meine Mutter hat manch Gülden, was? Gülden, warte, ich kann Türkisch, wusste ich nicht. Lola, steht hier. So, pass auf. Dann sagt der Kleine dem Vater, mein Vater, hörst du nicht, was Erlenkönig mir leise verspricht? Da sagt der Vater nur, sei ruhig, bleib ruhig, mein Kind, in dürren Blättern säuselt der Wind. Hauptsache, es reimt sich, weißt du, völlig sinnlos. So, pass auf, dann kommt nochmal dieser pädophile Erlkönig, sagt dem Jungen, wirst gleich sehen, hör zu, sagt dem Jungen, willst, feiner Knabe, du mit mir gehen? Meine Töchter sollen dich warten, schön, was? Meine Töchter sollen dich warten, schön. Was ist das für ein Deutsch, ey? Meine Töchter sollen nicht warten. Meine Mama spricht so Deutsch, sie kann kein Deutsch. Ey. Und das ist der beste deutsche Dichter. Ihr seid echt krank, so, ich schwöre. So, Ruhe, so, pass auf. Dann sagt er, meine Töchter führen den Nächtlichen rein und wiegen und tanzen und singen dich ein. Und da habe ich verstanden, das ist nicht nur Erlkönig, ist auch so ein Zuhälter, macht gerade Werbung für die Mädels, weißt du?
Die Wiegen tanzen, die scheinen und so. Du weißt, was ich meine, Kiffer, ne? Weißt du? So, Ruhe! Ich will nach Hause, Mann, so, pass auf, hör zu. Da sagt der Kleine, mein Vater, sie ist nicht tot, Erlkönigs Töchter am düstern Ort. Vater mittlerweile total durch vom Reiten, weißt du, das Gehirn klappt hin und her. Dann sagt er nur noch, mein Sohn, ich sehe es genau, es scheinen die alten Weiden so grau. So hörst du, jetzt wird voll krass. Dann kommt nochmal dieser Erlkönig und sagt dem Jungen, ich lieb dich, mich reizt deine schöne Gestalt. Und bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt, bitteschön. Weißt du, wenn ich sowas schreibe, dann heißt es, boah, das Kreuzberger Arschloch hat wieder was total Brutales geschrieben. Und wenn Goethe das schreibt, ist es Kunst oder was? Ist das eure Leitkultur? Bist du nicht willig, brauche ich Gewalt. Stell dir vor, du läufst auf die Straße, siehst so einen Jungen, macht so ein Mädel an. Ey, bist du nicht willig, brauche ich Gewalt, bist du nicht willig, brauche ich Gewalt. Da fragst du natürlich, ey Junge, was machst du da? Und was tust du, wenn er dir antwortet, hau ab, ich zitiere gerade Goethe. Er hat recht. Ruhe. So, pass auf, dann sagt der Kleine, mein Vater, jetzt fasst er mich an. Erlkönig hat mir ein Leid getan. Die letzten vier Zeilen, nur zu. Dem Vater graust, er reitet geschwind, er hält in den Armen das ächzende Kind. Er reicht den Hof mit Mühe und Tod, in seinen Armen ist das Kind schon tot. So ein brutaler Scheiß, ey. Und das bringst du manchmal in den Schulen den Kindern bei? Bist du völlig bescheuert? Und wenn die Kinder heutzutage was Brutales, Gewalttätiges machen, dann heißt es, das ist Computerspiel. Das ist Goetheland. Stell dir vor, das Kind kommt nach Hause und du fragst, hey Kind, was hast du heute gelernt? Sag, ja, so ein Gedicht von Goethe. Ja, worum geht's denn da? Das heißt Erlkönig. Ja, worum geht es denn da? Da ist so ein Vater, der reitet mit dem bekifften Sohn, weil die Deutsche Bahn nicht kommt. Dann kommt so ein pädophiler Erlkönig und bumst dem Jungen die Seele aus dem Leib. Ich hau jetzt ab und du denkst über deine Bildungspolitik nach, ja? Hadi, tschüss. Ruhe!